Ja, guten Tag. Wir haben ja letztens über Galaxus gesprochen, dass wir dieses Mal es anders aufziehen wollen. Wir wollen euch zeigen, wie wichtig es ist, dass man erst ein Fahrwerk einbaut, bevor man Felgen macht. Sekunde, ja. Der Herr Kubik kommt in die Ecke. Wenn der Herr Kubik so in die Ecke kommt, dann will er was. Wir gucken uns ihn mal. Bescheid geben, dass der erste Teil vom Termin bereits anwesend ist. Das ist nicht mein Problem. 15 Minuten überpünktlich. 15 Minuten zu früh ist unhöflich. Ich wollte Ihnen nur die Info geben. Ich bin doch gerade mit dem Herrn Peters hier zugange. Und mit den Schokohasen hier. Ja. Was bist du eigentlich? Ich? Allergisch auf Pollen. Bist du weit? Ich bin, ich bin allergisch auf Pollen. Könnte ich einmal knutschen? Eigentlich wollte ich knutschen. Oh, geil. Das war kannst du andere Seite auch machen? Komm, mach jetzt. Oh, ich gehe wieder arbeiten. Tschüss. Als Frau muss das so ekelhaft sein, ne? Was? So ein Bart zu küssen, dich zu küssen, total geil. Frauen lieben das, dich zu küssen. Dein Buddha-Bauch. Oh, shit. Geht mir was los, ey. Ah, boah. Beide Witzke. Das kitzelt in der Fresse, wenn du so... Uah. Widerlich. Was machen wir? Und zwar bauen wir erst Felgen auf den viel zu hohen Lexus und dann das Fahrwerk. Und damit wollen wir euch ein für alle Mal beibringen, nachher sieht es vielleicht doch gut aus, ein für alle Mal beibringen, bitte immer erst tief, dann Felgen. Korrekt. Tief, dann Felgen. Los geht's. Die Felgen kennt ihr rein theoretisch. Joni, du kennst sie genauso gut wie ich. Ja, richtig. Eine kleine Sache haben wir noch dazugefügt, die kennt ihr noch nicht. Der Deckel. Stimmt. Der Deckel ist nämlich nochmal modifiziert worden und sieht wirklich aus wie ein Kunstwerk für sich. Ja, das ist fancy. Das ist eigentlich gar kein Felgendeckel. Das kannst du auch am Tisch irgendwo stellen. Das ist wie so ein... Oder in eine Art Gallery. Oh, oh yes. This nee, die Mona Lisa. Mona, du kleines Pferd. So, was der Krämer immer denkt, wenn der Felgenkartons aufmacht, in diesem Fall habe ich sie schon gesehen, aber ist es eine Vorderachse oder eine Hinterachse? Weil an sich willst du immer zuerst die Hinterachse sehen, because it looks in der Regel breiter. Yes, of course. Bei vielen von unseren Autos, nicht bei allen. Posten macht das schon geil, ne? Mal guck mal, allein der Moment. Yes. Und jetzt, es ist ein Hinterachsen, oder? Nee, es ist ein Vorderachsen. Es ist ein Vorderachsen. Farbe, ne? Farbe ballert, ne? Alter. And so. Quality. Oh, shit. Nummer uno. Oh, shit. Das ist wirklich krasse Scheiße. Boah. Und ey, guck dir an, wie der Krämer sich das ausgedacht hat. Ja. Farbe Innenraum. Rückleuchten, habe ich extra rot machen lassen. Nein, aber guck mal bitte. Ne? Das Lied passt doch da irgendwie. Gut, ne? Yes. Mega. I think so too. Very funky. Aber wir holen mal eben alle raus. Tada! Das ist eine Hinterachse, aber definitiv. Oh. Yes, there's a difference, indeed. Auch zum Reinbeißen, Alter. Ja, aber. Wie so ein Paradise-Äpfel. Aber ich muss euch den Deckel noch zeigen. Lustig wäre, wenn das einmal eine blaue Felge dabei ist. Gott sei Dank hat Mike die Felgen nicht gemacht. Und ein Bild, ja. Und ein Bild von Jeff, weißt du? Ich hab so ein bisschen Schiss mit den Deckeln gerade. Weil die drin sind? Ja. Ich geh mal in den Container. Willst du mal mitkommen? Ja, ich komm mit. Yeah! The Moneynator! Der Redak in hier, okay. Yeah, aber no screws. Ah. Eckstein. Alles muss. Danke, Money. Danke, Money. Bitte. So, wir wollten ja, dass der Lexus weiterhin sehr komfortabel cruist und macht und tut. Deswegen haben wir reifenmäßig nicht die absolute Hardcore-Variante gewählt, sondern eher so, bisschen Chillomillo. Ach, ihr habt den Deckel noch gar nicht gezeigt, ne? Nee. Ach, ihr seid doch. Was wir machen? Wir machen jetzt einen Felgen auf dem Boden liegt Porn und dann separate Abspritzparty für den Deckel. Geil. Die ganzen Kinder, die jetzt gerade gucken, die fragen, was eine Abspritzparty ist, wartet ab. Der heilige Gral. Look how is completing the rest. Boah, kann man so machen.
Yes, I like that shit. Wir machen ja eh gleich einen Porn vom Auto. Ja. Aber hässliche Ente-Porn, weil er ist ja dann hoch. Ja, das stimmt, ja. Aber, Felgen-Porn. Wir machen einen Felgen-Deckel-Porn. Und mit Felge auch? Pass auf, ich zieh auf, du kannst mit dem Deckel jetzt durch die Gegend gehen. Ja. Und dann? Was mach ich damit? Ach, einen kurzen Porn nur von dem Deckel. Such dir einen Ort aus, wo. Wegen dir in der Hand halte? Nee, du kannst hingehen mit dem, wohin du willst. Ich muss jetzt reinlaufen. Das ist ja auch bei Counter-Strike oder so. Und dann können wir nicht über den Tire-Stretch reden, wenn es gleich drauf ist. Okay, ich laufe da mal irgendwo hin und rede. Okay. Ja, mach das. Tschüss. Tschüss. I gets mad as fuck like South Central Dookie. My nigga, I'm the shit, so it smell like Dookie. Serving crackheads like a new Jack Pookie. Rock a bar, baby, like a new Jack Pookie. Yes, sir! Oh, shit. So, warte. Music. Es gibt ein slightly problem. Nicht Problem, aber wir haben jetzt das erste Mal Felgen auf ein Auto gemacht und die Felgen von Vossen sind halt immer exakt berechnet. Ich hoffe, dass sie exakt berechnet sind, denn das Auto ist nicht tief und dann sieht man mal, was für eine Sturzveränderung und Radpositionveränderung bedeutet oder kommt durch ein anderes Rad. Guckt mal bitte, wo die Reifen stehen. Ich hole mal irgendwas. Oh oh. Das ist wirklich oh oh. Bereit? Ja. So. Hast Bescheid, ne? Ja, passt schon irgendwie. Und ich kann dir sagen, ein Dunlop sitzt schon sehr, sehr gut auf der Felge. Und das ist dann, Aua. Ja, wirklich aua. Wobei ich sehe das Problem eher vorne, ehrlich gesagt. Doch hinten wird er schon gut reingehen, aber vorne... Aber hinten ist er gar nicht so hoch. Das heißt, so viel kommt auch hinten nicht. Vorne kommt ja noch eine ganze Weltreise. Ja, ja, stimmt. Ja, gucken wir mal, ne? Oh. Aber die Farbkombination ist schon mal geil. Das muss man schon mal genau sehen. Man muss doch die positiven Sachen im Leben sehen. Die Farbkombi ist richtig, richtig pornös, oder? Ja, mega. Habe ich alle Räder geknackt eigentlich? Ja, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube doch. Ich hoffe doch. Ja, natürlich. Ja, so, weil, guck mal. So red, blue, red, yes. Blue, blue, red. Auch die Rückleuchte mit Felge. Holy shit. Und mal ein bisschen Farbe zeigen. Ja. Bisschen Kreativität, das will er doch haben. So, wir fangen eine Runde fahren, ob ja. Das sogar so von schleift, bei forcierter Fahrweise. Also bei dem Bus, das da, also, das ist auch schon ein großer Auspuff gerade da. Hui, Klopper. Oh, ein LKW gebaut hier. So. Bist du reingekommen? Nee. Doch? Ja, ehrlich? Doch. Ich hab's nicht so verstanden. Weil, komm mit. Ja. Doch, ist so ein bisschen. Weil wenn der Wagen nämlich hochgehoben wird und gerade auf unserer Viersäulenbühne ist so ein Gripboden, dann kommt der runter und dann ist er ja noch im positiven Sturzbereich und hält der Reifen sich aufgrund des Grips fest und kann dann nicht in den Negativbereich gehen. Jetzt sind wir schon mal, wir sind im Rahmen. Wir sind immer noch nicht im Ziel, aber sind im Rahmen. Doch, pass auf, das passt nachher. Das wird nachher gut aussehen. Ja, doch, stimmt. Das geht. Der kniet sich dann auch rein. Aber da sieht man mal, was ein Fahrwerk ausmacht und Sturz, ne? Wie viel das ist. Weil so steht... Ich will jetzt nicht weit aufs Fenster lehnen, dass nachher die Chance trotzdem draußen steht, wenn er tief ist. Aber es sollte eigentlich funktionieren und passen. Komm, wir fahren mal runter. Und noch was jetzt. Mit nagelneuen Reifen immer vorsichtig fahren. Und jetzt Vollgas fahren. Ein Grip noch? Ja. Das Schleifen tut schon mal nichts. Aber was wirklich ist, bei Pfostenfelgen habe ich ein sehr, sehr großes Vertrauen. Ja. Ne, zu den Felgen selbst. Auf jeden Fall. Weil durch den Arbeitsprozess, wenn du das siehst, wie die das machen und so, bin ich schon sehr zufrieden. Ja. Aber dafür, dass er so hoch und so breitbeinig steht, fällt er ganz gut. Ne, guck mal. Ich habe jetzt gedacht, dass er voll anfängt hier mit so Spielereien. Guck mal, der hat auch eine gewagte Felgenfarbe, der Mann. Jo. Soll ich dir was sagen? Jetzt ohne Scheiß. Ja. Der Reifen fährt besser. Oder fährt smoother. Ja, okay. Kommt der noch schmaler jetzt? Wo ist er schon wieder ein Stück schmaler? Ein Tück. Ein Tück. Jo! Aber vorne nicht. Aber ich würde sagen, als nächstes machen wir direkt. Ich bitte darum. Direkt Ansaugsystem. Nein, wir machen direkt als nächstes direkt das Fahrwerk. Es geht so nicht weiter.
und danach sollten wir mal in den Auspuff gehen. Ja. Talk back to differential on. Locked. Kann man eigentlich 100% sperren, oder? Ja. Ernsthaft? Ja. Laber doch keinen. Doch. Wie geil ist das denn? Das Talk back to differential kann 100% sperren. Du kannst die Verteilung machen. Das ist ja wirklich geil. Du hast ja nicht nur Talk Vectoring, sondern du hast ja Talk Vectoring in verschiedenen Modis. Du hast ja Standard, Slalom. Ja, siehst du hier? Ja. Und Drift. Dann Track und Standard. Und im B6 ist es bei Slalom nicht, bei Track. Ah oh, ja, Heuschnupfen. Scheiße! Hier. Scheiße! Der hat auch mehr Grip. Was gerade am B6 ist es bei? Track? Bei Track. Okay. Bestimmt nicht 100%, oder? Oder kann man es manuell noch einschalten? Nee, ich glaube, auf den Moment. Wir können ja mal. Das ist ja jetzt an, ne? Links siehst du ja die Verteilung. Ja. Obwohl du siehst nur Rechts-Links-Verteilung. Aber wenn der jetzt zum Beispiel so macht, pass auf. Ja. Hast du 100%. Wenn der gerade ausfahrt, auf jeden Fall. Ja, gut, okay. Ja. Macht Sinn. Ja. Und beim Querfahren können wir gerne mal gucken, ob man im Eifer des Gefechts was lesen kann. Und man sollte eh neue Reifen immer einmal ganz kurz andriften. Ja, ja, muss man auch. Dass man so diese Produktionsschicht runterrubbelt. Ich glaube, das stand auch in der Betriebsanleitung. Ja. Ein Drift in einem Zeitraum von mindestens 5 Sekunden. Ja. In einem Winkel von mindestens 10 Grad. Ja. Das muss. Mhm. Ja, ich meine, willst du Reifen sonst einfahren? Ja, ja. Das ist ja prüfungstechnisch. Ich habe noch eine andere Idee. Jetzt können wir mal im Auto, ob das mit dem Reifen auch geht. Ist noch besser? Ja, 100%. Ja? Oh, die Straße sieht aber komisch aus hinter uns. Siehst du das? Irgendwas ist mit der Straße dahin passiert. Hm. Aber den TÜV-Beamer hat es nicht geschossen. Gesehen, er saß da so mit seinem Handy auf dem Drucker. Herr Krämer, guten Tag. Ach, Reifen fahren Sie ein. Kein Problem, gut. Machen Sie die neue Technik, ne? Diese 5-Sekunden-Regel. Ja. Verstehe. Also was man schon merkt, das Differential regelt das. Ich war jetzt in der Kurvenfahrt, habe im Kurvenscheitelpunkt mal Vollgas gegeben und er lässt mir den Drift in dem Modus nur schwer zu. Ich müsste ihn quasi einmal zwingen. Ne? Zwingen ist ja nichts Schlechtes. Nee, selbst da, selbst beim Zwingen will er nicht. Aber er schleift schon mal nicht. Das ist schon geil. Ah, schon. Das ist schon geil, ne? Wie smooth er das macht, ne? Ich bin wirklich verführt zu sagen, ich weiß nicht, ob einen Auspuff brauche oder nicht. Ich würde auch sagen, wenn nicht viel. Wenn auf jeden Fall eine Klappe. Ja, 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 ja. Also er braucht auf jeden Fall eine Klappenanlage und die Klappenanlage muss im Leisen auch wirklich die Pfanne halten und smooth sein vom Sound. Weil, sonst machst du dir das Ganze vorne kaputt. Oder wir müssen vorne wieder nachlegen. Was auf jeden Fall die vernünftigere Lösung wäre. Und dann stellt man sich die grundsätzliche Frage der Logik. Ja. Ja? Allgemein, ne? Tuning ist schon wirklich teilweise ziemlich doof. Das Auto ist unfassbar ausgewogen. Hast du gemerkt? Mhm. Der kommt so und dann Talk weg zu denen, sagt dir direkt, nee? Ich glaube, du bist ein Track, du willst schnell um eine Kurve. Ja, genau. Und dann. Und wenn du auf Ray Slalom, wird immer Slalom. Wir sind gar nicht in Sport S Plus. Ach scheiße. Jetzt sind wir in Sport S Plus. Sehr gut. Warum denkst du so viel Stau, Johnny? Sollen wir mal was machen? Den Vorteil, den ihr habt in Videos. Der Vorteil ist, dass wir jetzt einfach von hier in den Porn springen können. Aber wir den ja gar nicht jetzt sehen live. Ist das ja der Zeitblase? Das ist schon wieder total crazy. Das ist Alter. Total. Ich dreh durch. Crazy. Crasiness. Ist der Wagen eigentlich dreckig, sonst können wir ihn waschen. Oh yeah, Hazy Wash. Sollen wir Hazy Wash machen? Hazy. Komm, wir spritzen den so ein bisschen den Hazy Wash ab, okay? Geil. Und weil, dann können wir nicht im Stau ein bisschen uns selbst umgehen. Wir können uns selbst verarschen. Den Stau umgehen, also. Ja. Ja. So. 3, 2, 1 und dann sind wir. Jetzt frag ich, was Hazy Wash ist, ne? Kennt ihr das nicht? Nee, schön, kenn ich noch gar nicht. Genau. Willkommen im Hazy Wash Paradies. Tschüss! Hey yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But
but tell your story, you know the one I like. Right? Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Wir haben gerade herausgefunden, es ist gar kein Hasiwasch mehr. Es heißt jetzt Wasch mich, SB Waschpark. Oh damn. Scheiße, ey. Ich habe gedacht, wäre Hasiwasch. Aber Hasiwasch gehen wir demnächst wieder. Mit der G-Klasse waren wir mal Hasiwasch. Ja, richtig. So, jetzt gibt es aber hier ein bisschen... Oh, der Burger. Ich habe gerade Burger von uns gegessen, ne? Jetzt mache ich euch heiß. Ich weiß, mega krass, mega gut, aber viel vorhaben darfst du danach nicht, doch. Er haut ganz schnell auf den Murmel. So, tschüss.